Hallo ihr Lieben und willkommen zu Part 4 der Barbie Legacy Challenge. Mir ist gerade aufgefallen, dass Barbie die ist, die als erste schwanger wurde in meinen drei Let's Plays. Aber gut. Genau, heute sind wir bei Barbie. Barbie sieht sehr traurig aus, aber eigentlich ist sie sehr glücklich, weil sie bekommt ja bald ihr Baby, was ein Junge ist. Aber sie ist traurig, weil sie Stimmungsschwankungen hat. Und als ich das letzte Video geschnitten habe und mir immer so das Ultraschall angeschaut habe und so, dachte ich mir so, nee, eigentlich ist sie voll die Jungsmama. Ich sehe sie dann doch eher als Jungsmama. Aber gut, jetzt starten wir mal rein. Ich glaube, in diesem Part werden wir deren Haus nochmal ein bisschen schöner gestalten. Im letzten Part haben wir ja schon mal ein bisschen angefangen. Das hat sowieso eine schlechte Qualität. Ich habe mir was überlegt. Und zwar würde ich es voll cool finden, Belohnungsmerkmal fruchtbar bekommen. Aber bevor wir das kriegen, habe ich mir überlegt, dass ich erstmal hier den fruchtbaren Boden erstellen will. Ich auf jeden Fall heimlich und gute Schulen erstellen, weil es nämlich immer, damit die Chance hoch ist, dass wir vielleicht eins oder zwei oder drei Kinder bekommen. Ja, ich würde aber mal sagen, bevor das Baby jetzt auf die Welt kommt, würde ich es sehr schön finden, wenn wir doch sein Zimmer einbauen, weil wir wissen ja jetzt schon, dass es ein Boy wird und ich sehe Barbie und so sehr als, dass sie wirklich daran glauben, dass so Jungs immer so die Farbe blau kriegen und Mädels halt die Farbe rosa. Deswegen werde ich, glaube ich, auch das Zimmer eher ein bisschen bläulicher gestalten. Aber trotzdem noch so ein bisschen mit so, eher so ein bisschen Babysachen. Genau. Das mache ich mal einmal und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hiermit fertig bin. Okay, Leute, ich bin jetzt erstmal fertig. Es ist wirklich nicht schön. Ich wollte noch einen Teppich reinmachen. Weil ich weiß auch immer nicht so, was ich so in so Säuglingszimmer so reinschmeißen soll. Also irgendwie, es gibt mir immer nicht so viel Feeling, wie jetzt, wenn ich jetzt so ein Zimmer einrichte. Aber ich finde, bisher geht's eigentlich okay. Der war sehr teuer, der Teppich. Vielleicht doch eher einen anderen nehmen. Weil ich glaube, so einen wirklich schöneren Teppich ist da auch nicht. Und ich finde die Teppiche wirklich schön. Und deswegen ist das jetzt das Zimmer von dem Kleinen. Wir brauchen aber natürlich noch eine Tür, weil sonst kommen wir da nicht rein. Und das Schlafzimmer hat irgendwie auch keine Tür mehr. Gibt man mal kurz Türen. Danke und danke. Und dann brauchen wir natürlich noch ein... Ich vergesse mal alles, was ich machen will. Wir brauchen natürlich noch ein Dingster, ein Gelände. Natürlich sieht das doch schon mal bisher ganz schön aus. Ich glaube, du machst es gerade sauber. Ah, nee, okay. Mach das doch mal bitte immer sauber. Okay, und bevor ich jetzt das vergesse, wollte ich noch etwas machen. Und zwar würde ich es ganz schön finden, wenn wir... Ach, warte mal. Wir haben ja hier noch ein paar Sachen, die ich halt auch platzieren können. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Und zwar geht es um das Pack Familienfreunde. Und zwar würde ich gerne diese Tafel dahin machen, genau. Tafel hinmachen, dass wir da eine Nachricht machen. Also, weil ja jetzt, wenn das Kind kommt, sollten wir uns ja schon darum kümmern, wir das halt machen. Genau. Ich finde es halt ganz cool, wenn wir jetzt so, wenn wir dann Kinder haben, hier halt auch die Pinnwand nehmen und genau. Finde ich ganz schön. Ich glaube, das ist halt auch genau Barbies Ding, sowas zu machen. Und er ist halt auch jetzt zu Hause und kann ja mal zu Barbie gehen und kann sie einmal küssen. Kannst du ihn mal bitte einmal küssen? So, und dann kannst du ihn ja mal bitte einmal zurückflirten. So ganz liebevoll flirten. Einfach mal zurück. Die beiden reden jetzt einfach mal so ein bisschen und gestehen seine uns was. Also wir erzählen ihm nochmal, dass wir schwanger sind und werden dann leidenschaftlich einmal küssen. Und dann sagt er so, ey, komm, wollen wir nicht irgendwo hingehen? Und jetzt gehen die beiden in das Wellness Center, weil da waren wir ja schon mal an dem Tag, wo Barbie schwanger geworden ist. Und natürlich will er noch ein bisschen Zeit mit ihr verbringen und sagt jetzt halt so, ey, weißt du, lass uns doch zum Wellness Center gehen. Schön. Das mochten wir beide so gerne. Und er sagt dann halt,
Okay, und dann sagt er halt so, hast du Lust mit mir nach dahin zu kommen? Und dann kommen die beiden halt hier hin. Ich lasse mal Barbie hierhin teleportieren, weil sonst dauert mir das zu lange. Und dann gehen die beiden jetzt halt hier hin. Und er geht halt jetzt zu ihr und wird sie einmal küssen. Und wie ihr, glaube ich, schon euch denken könnt, wissen einige schon, was ich jetzt vorhabe. Und zwar haben sich die beiden ja hier gefunden und Barbie ist ja auch schwanger geworden. Und ich glaube, wir wissen jetzt langsam schon, dass die beiden das alles sehr schnell machen und nicht warten, sage ich mal so. Die warten auf jeden Fall nicht bis, sage ich, sie wollen das halt alles sehr schnell machen. Und jetzt halt auch gerade, wo das Baby da ist, wollen sie natürlich auch. Und sie halt auch, dass sie sich wirklich sehr lieben und dass sie ihr Leben halt auch miteinander verbringen wollen. Und ich weiß nicht, ob sie denken, dass sie wegen dem Kind ein bisschen gezwungen sind, vielleicht jetzt das alles doch schon ein bisschen schneller zu machen. Aber auf jeden Fall wird es jetzt geschehen. Und zwar wird er ihr jetzt sagen, dass er sie liebt und wird jetzt Barbie sagen, Barbie, als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich direkt in dich verliebt. Und als du dann noch schwanger wurdest, wusste ich ganz genau, dass du die Richtige für mich bist. Und es hat sich bestätigt mit unserem ersten gemeinsamen Kind, also was wir bald noch kriegen. Aber ich will mit dir den Rest meines Lebens zusammen verbringen. Und würde gerne mit dir später auf unsere Jugend zurückschauen und schauen, wie schnell wir damals zusammengekommen sind. Die beiden sind jetzt verheiratet und ich habe mal wieder eine Videoaufnahme gemacht. Wie toll. Und er sagt jetzt noch so zu Barbie, hast du Lust, mit mir auf ein Date zu gehen? Weil die beiden haben sich ja jetzt verlobt und vielleicht wollen die dann beiden ja auch noch zu einer Verabredung gehen. Und da wird sie jetzt natürlich ja sagen. Und dann gehen die beiden jetzt zu einer Verabredung. Und zwar gehen die beiden jetzt in ein Restaurant. Ich weiß, dass das Leben halt alles sehr schnell geht, aber ich finde genau, das passt halt auch zu Barbie. Dass Barbie das halt alles sehr schnell haben will. Sie sieht halt als ihr Traum, eine große Familie zu haben, verheiratet zu sein. Sie will halt diese perfekte Familie sein, mit 5 Kindern, übertrieben jetzt mal. Alles perfekt, das will sie halt. Und ob dann halt wirklich das halt auch in Erfüllung geht, dass wirklich die Familie so perfekt ist, das wissen sie halt jetzt nicht. Aber Barbie träumt davon halt und tut halt alles dafür, dass sie halt diese perfekte Familie hat. Und deswegen ist sie halt auch so schnell schwanger geworden. Zwar war das aus Versehen, aber egal. Und genau, und das finde ich halt, das passt halt genau, das würde ich halt gerne machen. Und die beiden kommen jetzt hier zusammen und flirten jetzt natürlich noch ein bisschen miteinander und können ja mal wieder aufhören mit uns zu reden. Wollen sie natürlich jetzt nicht direkt heiraten, aber wir können ja mit ihr noch ein bisschen kokett sein. Zum einen sind die beiden ja noch nicht mal komplett ihre Liebesbeziehung, aber das klappt, glaube ich, bisher ganz gut. Und wir reden jetzt noch übers, okay, sie muss auf Toilette. Ja, dann stellen wir doch mal einmal ganz kurz in der Zeit, wo Barbie auf Toilette geht. Das geht ja alles klar. Okay, wir nehmen jetzt für ihn den Dings da. Und für sie nehmen wir jetzt einfach einen heißen Earl Grey. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm in einer Schwangerschaft. Oh, das sieht alles sehr exotisch aus. Okay, sie kriegt die Vulkanwasser und er kriegt den in gestreiften Just geschmorte Pate. Dann haben wir doch was Leckeres zu essen. Dann setzt du dich mal wieder hier zurück danach. Und dann können wir ja noch mit ihm ein bisschen weiterreden. Und mit ihm ein bisschen über Interessen reden. Obstkuchen schwärmen. Ich weiß nicht, ob das zu essen zählt, aber passt schon. Ich finde das so süß, dass sie ganz oft ihr Bauch streichelt. Das finde ich sehr schön. Wir werden jetzt auf jeden Fall eine tiefgründige Unterhaltung machen. Ich weiß auch gar nicht, ob das funktioniert hat, dass ich die Schwangerschaft gerne, also dass ich gerne Hausgeburt machen würde, weil es wäre schon ganz schön, wenn wir das so machen. Nee, wählen Sie diese Option, weil wir dann Hausgeburt haben. Also ich glaube, ich hoffe mindestens, dass das jetzt alles so
Passt. Und dann tratschen wir jetzt noch ein bisschen mit ihm, werden uns nochmal tiefgründig unterhalten. Und genau, dann sind wir jetzt aber noch ein bisschen kroketten mit ihm. Und dann passt das schon, weil wir warten ja noch auf unser Essen. Ey, wie schnell kommt das bitte? Boah, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Und dann können wir jetzt hier ein bisschen essen, weil die beiden haben ja, glaube ich, auch beide ganz gut Hunger und können das ja einmal machen. Ich glaube, übers Essen plaudern können wir gar nicht so wirklich. Bewunderung ausdrücken. Dann werden die. Oh, ist wohl nicht so lecker. Was haben die? Weil das schmeckt ihnen, glaube ich. Oh, ihr schmeckt's nicht. Ihr schmeckt's nicht. Ich hoffe mal. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal fast alles abgeschlossen. Aber wir können halt nicht übers Essen plaudern. Deswegen weiß ich nicht, wie wir das machen sollen. Aber gut. Ich kann ja nochmal schauen, ob wir irgendwo übers Essen plaudern können, aber ich glaube halt nicht. Ach, Leute, ich hab was gefunden. Jetzt kann ich es wieder nicht auswählen. Wow. Gerade. Und schön, dass sie hier ihren Dreck hier stehen gelassen hat. Konnte ich mit ihr darüber sprechen? Aber jetzt auch wieder nicht. Okay. Dann hoffe ich mal, dass es jetzt alles passt, weil jetzt konnte ich es wieder auswählen. Vom Essen schwärmen. Sprechen wir jetzt einfach über das Essen ein bisschen und ja, mal schauen, wie er das so findet, dass wir so viel über das Essen reden. Genau, dann haben wir es ja. Dann können wir noch mit ihm ein bisschen flirten und dann können wir ja zu Hause vielleicht noch romantische Fernsehshow ansehen. Weil die beiden sind jetzt auch gerade sehr kokett und ich glaube, er könnte jetzt auch den Tisch abbestellen. Essen beenden und Rechnung bezahlen, auch wenn er sein Drink überhaupt nicht getrunken hat. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt bezahlt. Haben wir bezahlt? Genau. Dann können wir nämlich jetzt auch nach Hause. Ich dachte, dann haben wir jetzt so Gold erreicht. Das ist doch schon mal ganz schön. Ich mache so eine Verabredung einfach viel zu selten. Ist zwar auch richtig schade, aber irgendwie, ich habe immer nicht so Bock auf Verabredungen und ich finde manchmal auch Verabredungen einfach nur langweilig. Und irgendwie machen wir die auch mal nicht so viel Spaß. Aber das hat mir jetzt gerade richtig Spaß gemacht mit den beiden. Man kann Barbie ja noch ein bisschen vielleicht hier eine, warte mal, eine Romanze ansehen. Weil sie muss ja morgen nicht arbeiten. Und er macht sich halt direkt ins Bett und geht halt schlafen. Wir haben aber bezahlt. Also ich hoffe jetzt nicht, dass uns doppelt so viel aus der Kasse genommen wurde. Okay, leider kommt man hier irgendwie, man kommt hier nicht ganz durch. Und ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Also wenn liegt es an den Schränken oder es liegt an dem hier. Ich muss mal schauen, vielleicht bin ich das noch ein bisschen nach hier. Aber ich glaube, dass es an den Schränken liegt, weil sie kann nicht auf Toilette gehen. Also sie kommt hier nicht raus. Na ja, gut, danach kannst du ja sonst auch noch mal einmal schnell schlafen gehen. Geh mal noch mal ins Bett. Du gehst zur Arbeit. Aber du solltest jetzt auch mal aufstehen. Und zwar geh mal einmal duschen. Okay, Barbie steht jetzt auch mal auf. Oh, weil sonst dauert mir das, sonst ist sie heute Abend nicht müde und dann kann sie nicht schlafen gehen. Ich weiß bloß nicht, wie sie kommt hier nicht raus. Okay, dann muss ich sie einmal hier raus teleportieren. Aber ich weiß ja nicht, also zwar steht da, dass es am Bett liegt, aber ich glaube ja, dass es am Schrank liegt. Also ich glaube nicht, dass es am Bett liegt. Aber das schauen wir dann mal. Oh mein Gott, morgen ist Liebestag. Wie krass. Dann hätte halt eine Verlobung morgen ein bisschen besser gepasst. Aber das ist ja nicht schlimm, weil gestern war die ja auch schön. Jetzt kann sie sich immer schon um den Garten kümmern. Weil ich glaube auch, dass sie bald ihr Baby bekommt. Also die Entbindung ist auf jeden Fall bald. Es wird mir jetzt nicht mehr angezeigt, wie lange es noch dauert bis zur Entbindung. Ich weiß aber halt auch nicht, wann wir den Schwangerschaftstest gemacht haben. Wir können ja mal was zum Mittag servieren. Dann haben wir mal wieder frisches Essen. Wir machen einfach mal so ein Hackfleisch-Tomales. Keine Ahnung, was das ist. Und warten einfach, bis unser Boy nach Hause kommt. Dann kann er nämlich was essen. Okay, die sehen eigentlich voll witzig aus. Ich weiß bloß nicht, wie lange er jetzt braucht, aber wenn er nach Hause kommt, kann er ja immer schnell was sich zu essen nehmen.
Barbie muss noch auf Toilette und kann dann das ja hier mal einmal schnell polieren. Und ich weiß halt nicht, ich glaube, sie konnte sich auch noch rasieren, genau. Können einmal in den Ofen wieder, in den Kühlschrank. Und dann kann er ja einmal ein bisschen fernsehen, weil Barbie kümmert sich hier um den Haushalt, was natürlich auch ein bisschen schlecht aufgeteilt ist, weil eigentlich sind die schwangeren Menschen immer die, die ein bisschen Pause machen dürfen. Wir machen jetzt einmal ein. Oh mein Gott, die beiden haben sich hier gerade richtig schön geküsst. Okay, Leute, wir machen jetzt mal mit den beiden zusammen ein gemeinsames Nickerchen. Und das ist halt auch durch den Schwangerschaftsmord drin, aber ich finde das halt, weil das halt einfach so schön ist. Also ich finde das halt einfach richtig schön gemacht. Ja, jetzt haben die ein kleines Nickerchen gemacht. Und ich glaube auch, dass denen das sehr gut tat. Du musst jetzt nicht schlafen. Okay, sie geht da jetzt auf jeden Fall einmal dran. Kann ja mal eine Zeit nehmen. Ich wollte eigentlich eine Nachricht schreiben für Chris, dass er morgen sich doch bitte um ein paar Sachen kümmern soll. Und dann kann sie ja eine ausgezeichnete Mahlzeit kochen. Wir machen jetzt mal einfach mal einen Gartensalat, weil ich hoffe mal, dass wir den ausgezeichneten bekommen. Dann kann sie ja die Nachricht einmal, er ja einmal die Nachricht lesen. Und ein bisschen aufräumen. Sie kocht jetzt hier gerade einmal. Und ob das eine ausgezeichnete Qualität ist. Okay, es ist leider nur normal. Aber es geht ja auch klar. Dann nimm dir doch auch mal bitte etwas zu essen. Und dann sitzen die beiden jetzt hier ein bisschen zusammen. Und können ja hier noch ein bisschen reden und quasseln, bevor dann morgen das Baby auf die Welt kommt. Ich weiß halt auch gar nicht, wie das heißt mit der Hausgeburt. Okay, ich habe es jetzt gefunden. Hier ist der Babybum. Den packe ich jetzt erstmal einmal hier hin, wo der Esstisch ist. Weil dann haben wir nämlich schon mal hier den Babybum. Für die Hausgeburt. Ist nur die Frage, wie man eine Hebamme bekommt in dem Ort. Okay, er schaut jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Aber eigentlich will ich ja, dass du in deinem Job noch ein bisschen vorankommst. Vielleicht solltest du mal ein bisschen herummarschieren. Danach gehst du mal noch eine Runde joggen. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Du bist ja hier mindestens ein Gestreifter, ein Militär. Und da kann man sich schon mal ein bisschen bewegen. Okay, sie ist jetzt hier, redet mit ihren Blumen ganz kokett und ist super verliebt in ihre Blumen. Richtig doll. Wir warten jetzt einfach mal, bis er dann wieder zurück ist und dann glaube ich, geht Barbie auch schlafen, weil sie will halt nicht, dass ihnen draußen was passiert. Deswegen, nee, du gehst jetzt bitte joggen, Boy. Du kannst danach auch noch duschen gehen, aber du sollst Stufe 3 erreichen. Ich dachte, ich habe das im letzten Part schon gemacht, aber du kannst ja hier noch ein bisschen lang laufen. Ja, nee, und jetzt nochmal, nee, nicht Schirm öffnen. Er soll joggen gehen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, Leute, er ist hart fertig gejoggt, aber ich lasse ihn jetzt noch kurz zu Ende joggen. Aber er ist dann auch fertig und kann jetzt einmal schnell duschen gehen. Und danach kann er ja einmal ins Bett gehen. Barbie schläft noch nicht mal oben im Zimmer. Sie hat sich unten aufs Sofa gelegt. Der liebe Typi ist schon auf seiner Arbeit. Und wir servieren jetzt einmal uns Frühstück, und zwar Eier und Toast, weil wir müssen ja immer noch die ausgezeichnete Qualität hinbekommen, was man ja hier sehen kann. Und deswegen lasse ich sie da jetzt einmal was kochen. Ich glaube zwar nicht, dass sie es ausgezeichnet hinbekommt, aber man weiß ja nie. Vielleicht ist es ja dann doch erstaunlicherweise ausgezeichnet. Krass. Wie kriegst du denn? Ja, das kannst du ruhig machen. Okay, dann haben wir ja jetzt gerade gegessen. Wir haben mal wieder einen Garten, um den wir uns kümmern können. Und in dem können wir auch noch ein paar Sachen verkaufen. Im Morgenmantel. Hallo Barbie, ja, Romantik liegt in der Luft. Ja, natürlich liegt Romantik in der Luft. Ich frage mich bloß, wann können wir die Hebamme anrufen? Na, mal schauen. Ich weiß noch überhaupt nicht, wann die Geburt stattfinden soll. Aber ich glaube, dass die Geburt bald stattfindet. Auf jeden Fall dauert das mit dem Garten ein bisschen länger. Deswegen sehen wir uns dann gleich wieder, wenn der Garten einmal fertig gemacht ist. Oh mein Gott, Leute, Chris ist zurück und er wurde befördert.
zu unerfahren Unteroffizier, das Unerfahren. Wieso steht das da? Du kannst dir aber trotzdem nochmal einmal John gehen, weil wir müssen Stufe 4 der Karriere erreichen. Stufe 4 der Film. Die Vena haben wir hingesetzt mit dem Partnerkuscheln. Können wir das mal einmal ganz kurz machen? Da kann ich ein Foto machen. Ist das unsere Hebamme? Nee, natürlich nicht. Und ich will eine Hebamme haben. Kannst du mal bitte nicht zu ihr? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das süß. Und man sieht den Babybauch halt richtig krass. Aber ich frage mich jetzt, wie können wir die Hebamme anrufen? Hausgeburt beginnen. Wir gehen mal eine Runde spazieren. Ah, wir können die Hebamme anrufen, Leute. Wir können die Hebamme anrufen. Wir machen hier gerade Geburtsspaziergänge. Läuft super. Die Hebamme wird in Kürze eintreffen. Ja, ich hoffe nicht in Kürze, ey. Wir sind hier richtig krass in den Wehen. Unser Mann geht mal wieder nicht joggen. Also kann man ja auch verstehen. Trotzdem soll es jetzt joggen gehen. Da ist sie. Bitten um Prüfung nach dem Baby schauen. Können wir mal mit ihr ganz kurz nach dem Baby schauen? Ja, können wir mal bitte bitten um Prüfung der Dilatation? Okay, wie sieht's aus? Okay, wir haben fast die Hälfte geschafft. Gut, dann geh nochmal spazieren, Girl. Dreimal und dann schauen wir weiter. Weil wir wollen ja, dass das Baby heute noch kommt. Was? Barbie hat möglicherweise einen Wehenbestand. Beobachten Sie die Situation weiter und wenn sie sich nicht bessert, könnte sie einen Notkaiserschnitt benötigen. Bitten um Prüfung der Dilatation. Ich mache mir gerade richtig Sorgen. Wir gehen nochmal eine Runde spazieren. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Alles gut. Oh mein Gott. Ein Notkaiserschnitt. Ein Notkaiserschnitt, nicht für Baden. Das wäre meine erste Hausgeburt. Und die würde ich auch gerne so bekommen. Okay. Wie weit ist er jetzt? 9 cm. Wir können immer durch. 10 cm sind's. Okay, wir machen jetzt noch einmal einen Spaziergang und dann werden wir sie überprüfen lassen. Kannst du mal bitte hier mal kurz reparieren? So, letzte Prüfung. Und dann schauen wir jetzt mal, wie die Geburt aussieht. Wie sieht die Geburt aus, Girls? Leitung, ich kann den Kopf des Babys sehen. Sie sind vollständig geweitet, wenn sie eine Wassergeburt durchwimmeln. Ja, wir wollen das Baby bekommen. Nimmst du hin? Los geht's. Sind wir so weit? Wir sind so weit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, Baby, los. Das schaffst du. Oh mein Gott, das ist süß. Ist das Baby da? Ist das Baby da? Ist es schon da? Nein, noch nicht. Nur ein bisschen weiter. Nur ein bisschen weiter. Oh Gott. Sie ist nicht hin. Müssen wir doch einen Notfallkaiserschnitt machen? Nur irgendwas stimmt hier nicht. Barbie hat selbst schon wehen, aber ihre Dilatation hat sich nicht vergrößert. Scheint das. Oh mein Gott. Komm, was schaffst du? Nein! Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr. Hey, ich bin so. Also Notfallkaiserschnitt hätte ich nicht vertragen. So blöd es klingt. Okay, wir brauchen einen jungen Namen aus dem Barbie-Universum. Einfach Scott nennen oder Scene. Ich finde aber Scott ein bisschen cooler. Das sind von Barbie und Ken inspiriert und da kommt Scott einmal raus. Deswegen würde ich ihn einfach. Oder wir nennen ihn Kenneth mit vollem Namen, heißt Ken Kennethine Carson. Dann nenne ich ihn Scene, weil Scene finde ich auch richtig cool. Und deswegen nennen wir ihn Scene. Hallo. Scene, bitte. Okay, Scene Roberts. Let's go. Nein. Okay, dann heißt der nächste Kenneth. Also eigentlich, da stand beim letzten Mal nur ein Junge. Lag das jetzt an dem Fruchtbarkeits? Haben wir jetzt zwei Jungs bekommen? Doch eigentlich stand da nur, wir bekommen einen Junge. Das finde ich ja leicht gemein. Es ist dunkel? Oh mein Gott. Ist das süß. Oh mein Gott, wie schön. Kann eine Geburt bitte sein?
Aber Leute, mit diesem Part, mit diesem Anblick werde ich diesen Part jetzt auch beenden. Was ist vorgefallen? Wieso haben wir jetzt doch zwei Jungs? Und am Anfang wird gesagt, wir kriegen nur einen Jungen und jetzt kriegen wir zwei. Oh Gott. Naja, gut. Da hoffe ich dann natürlich, dass wir noch ein Mädchen bekommen für die nächste Generation. Aber bisher sieht's eher nicht so aus. Okay, ich werde aber wie gesagt an dieser Stelle den Part beenden. Beide sind super gestresst und ja, ich glaube, das müssen wir einfach verarbeiten und werden dann schauen, wo es dann im nächsten Part uns hinführt. Er kann ja einmal ganz kurz zu dem kleinen Boy hier oben hingehen und ihn angurren und ihn liebevoll umarmen und ihn dann auch mit Flasche füttern. Die Mausi hat gar kein Problem. Dann küss ihn nochmal bitte auf die Stirn. Und ja, dann werden wir uns im nächsten Part wiedersehen. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was gerade geschehen ist. Dann tschüssi. Bis bald.